Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses. Beim letzten Mal haben wir in überraschend kurzen Duellen Pegasus Crawford und den Herrscher des Labyrinthes besiegt. Na, den Herrscher des Labyrinthes in erster Linie nicht so überraschend, weil wir Earthshaker gezogen haben. Ja, jetzt müssen wir allerdings gegen Ishizu kämpfen, die einen recht geringen DC-Wert hat. Von daher müssen unsere übermächtigen Zauber erstmal wieder raus. Und dafür kommt Megamorph rein, unsere wunderbare neue Ausrüstung. Und wo ist er denn? Der Yellow Luster Shield. Denn der kostet auch nur 10 DC und 900 Verteidigungspunkte plus. Könnten recht sinnvoll sein bei Ishizus Kampffeld, das wir jetzt gleich sehen werden. Ishtar auf der Isle of Man. Unglaublich, ich hätte niemals gedacht, dass du diesen Punkt erreichen könntest, an dem du mich herausfordern kannst. Zu schade, dass es hier alles enden muss. Wir merken übrigens, 861 DC Ishtar, 861 DC unser Deck. Perfekt, besser geht's wirklich nicht. Und wir sehen Crushterra. Juhu, wir haben mal wieder Spaß vor uns mit der Bot-KI. Allerdings ist natürlich Ishizus Deck darauf ausgelegt, auf Crush zu spielen. Von daher sind viele ihrer Monster sowieso im 1400er Bereich. Ja, ihre Deckmasterfähigkeit ist die übliche Hexer-Deck. Masterfähigkeit stärkt halt andere Hexer, hat allerdings noch keinen Extended Support Range, gilt also nur in einem Feldumkreis und ist auch nur ein 4-Sterne-Monster, von daher stärkt die Hexe auch nur um 400 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Schwächt auch noch keine Fiends, so hochrangig ist er auch noch nicht. Wir fusionieren uns den Bohnenmann von der Hand. Der ist sehr gut geeignet für Crush Terra mit 1400 und wird nur von sowas wie 1450er Nerv-Monstern besiegt, welche Ishizu leider in ihrem Deck hat. Erstmal schmeißt sie zwei ab und powert eine andere auf. Okay, die wird jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr auf Crush laufen können, die sie sich dahin gespielt hat. Mit was hat sie denn aufgepowert? Mit Spring of Rebirth. Es ist also wahrscheinlich ein Aqua-Monster, das um 500 aufgepowert wurde. Vermute ich mal. Wir können, was auch immer da liegt, auf jeden Fall in unsere Falle laufen lassen, wenn wir wollen. Der Bohnensoldat drückt erstmal weiter vor. Und dann schicken wir Mesmeric Control hinterher. Dann schauen wir uns doch mal an, was sie davon hingespielt hat. Wenn sie sich denn traut, damit vorzurücken oder sogar anzugreifen. Sie spielt eine Karte vor sich. Oh, sie spielt sogar eine Fusion vor sich. Jetzt bin ich gespannt. Greift sie unseren Bohnenkrieger tatsächlich an? Erstmal aktiviert sie Mesmeric Control. Ah, es war ein Steinmonster. Ach ja, der Steingolem wurde jetzt gerade Power Decreased und hat jetzt wieder wenig genug, dass er auf Crush laufen kann. Und vor uns liegt die Donnerschnecke mit ebenfalls 1400 Angriffspunkten. Das heißt, wir haben gerade einen Gleichstand vor uns. Ach, und wir spielen auf dem hässlichsten Terrain dieses Spiels. Naja, immerhin ist es nicht das Augenzerstörendste. Naja, wobei Toon und Crush, muss ich sagen, tun sich bei mir nicht sonderlich viel. Crush ist auch nicht sehr hübsch gemacht, muss ich sagen. Yo, wir gucken uns gerade mal ihre Animation an. Die ist natürlich ein Fernkampf-Stromschlag, was auch sonst. Immerhin unser Bohnenkrieger, wissen wir, geht in den Angriff mit Sprüngen nach links und rechts. Bam! Gleichstand, da gucken wir doch mal, wie es aussieht, wenn beide sterben. Die Schnecke fällt um. Sehen wir jetzt auch noch, wie unser Bohnensoldat umfällt? Oder sieht man jetzt nur die eine Todesanimation hier? Fragezeichen, Spannung. Scheinbar sieht man nur... Nee, jetzt... Oh mein Gott, ist das eine ewige Animation. Eine Kampfanimation, die andere Kampfanimation, die eine Todesanimation, die andere Todesanimation. Ja, also länger kann man so einen Kampf wirklich nicht ziehen. Tja, tschüss Bohnensoldat, tschüss Bolt-Eskargot. Das war's mit euch. Ja, wir sind wieder dran. Und dann gucken wir doch mal. Wir könnten den Feenkönig Vata benutzen oder den Kairoshin. Den Kairoshin könnten wir auch benutzen, um da vorne mal ein bisschen aufzuräumen. Da könnten wir sogar ein bisschen Crush wegräumen und hätten trotzdem noch genügend Crush um uns rum. Wir könnten uns auch erstmal unser Feld Stärke mit Vata. Respect of Dun schmeißen wir dann erstmal ab. Und einen der Feenkönige, weil wir noch einen auf der Hand haben. Und dann kommt der Kairoshin. Jawohl, ja. 2300 Angriffspunkte. Der Zerstörer-Golem wird vernichtet. Wir machen 1100 Schaden. Und zwei der Crush-Felder sind weg. Allerdings ist halt immer noch eins vor uns, dass wir vor kommenden Monstern sicher sind. Wie gerade schon erwähnt. Das finde ich sehr praktisch. Na dann, Kairoshin, zeig mal, was du drauf hast. Man kann nie genug Kampfanimationen sehen, besonders nicht nach der kurzen, die wir uns gerade angesehen haben. Also, wo bleibt... Na, was machst du überhaupt? Surfer oder Hydropumpe? Surfer. Ah, okay, dann Surfer-Attacke, Kairoshin. Bam. Ja, hätte man sich eigentlich hier denken können. Es gibt da noch ein gewisses anderes Spiel, in dem der Kairoshin diese Animation als Spezialattacke benutzt.
Aber das, naja, das spielen wir gerade nicht. Da reden wir jetzt gerade mal lieber nicht drüber von diesem Spiel. Gegner ist wieder dran. Die Hexe vom Schwarzen Wald spielt ein Monster, einen Zauber von ihrer Hand. Geht auf uns zu, also es wird wahrscheinlich ein Monster sein. Es kann auf jeden Fall auf Crush laufen, haben wir was Ordentliches dagegen. Wir könnten mal Haniwa probieren. Die Fusion würde nicht funktionieren, außer wir opfern unser Monster dabei. Was wir natürlich auch machen könnten, das wäre eigentlich kein Problem. Denn der Kairoshin kann ja auch einen direkten Angriff starten. Ja, ne? Aber ich glaube, das würde nicht so wirklich funktionieren. Stimmt, nee, das ist nicht das Monster, das ich suche. Also, Haniwa, rück einfach mal nach da vorne hin. Dann können wir einen Angriff von unserem Gegner provozieren. Dann greifen wir mit dem Kairoshin direkt an. Und dann werden wir mit unserem Deckmaster einfach einen Schritt zur Seite rücken. Immerhin, das Ding da kann ja keinen Feldvorteil haben und kann uns dementsprechend auch nicht einholen. Die Hexe geht zur Seite, spielt noch irgendwas aufs Crush, okay. Und jetzt wird Haniwa angegriffen. Das Monster, das da lag, war der Pinguinritter. Der sollte gleich leicht zu besiegen sein. Wir können allerdings auch den Deckmaster direkt angreifen. Tschüss, Haniwa. Danke fürs Rauslocken des Angriffs. Wir haben ja auch noch mehr als genug Lebenspunkte, dass wir das verkraften können. Ja, ne, und die andere Karte rückt auf unseren Deckmaster zu. Sie wird also nicht mal eine Falle sein. Tja, dann. Was ist eigentlich sein Effekt? Er stärkt Pinguinsoldaten um 800 Punkte. Boah, gut. Soll er tun, wenn er Lust hat. Spielen wir noch den dunklen Gefangenen. Kampfschaden würden wir eh nicht nehmen. Ja, machen wir das einfach. Es ist der Sterne. Der Sternenjunge mit Feldnachteil. Mit 50 ATK jetzt aufgepowert auf 350. Ich hätte nicht gedacht, dass der Dark Prisoner, was auch immer da liegt, wirklich besiegen könnte. Naja, gut, ne? Wenn wir schon mal diese seltene Gelegenheit haben, Dark Prisoner, dann zeig doch mal, was du gegen den Sternenjungen da vorne ausrichten kannst. Ah, ja, ein Symbol, das überraschenderweise nicht rauszensiert wurde. Da hat scheinbar jemand nicht aufgepasst. Und Kick! Naja, immerhin ein ähnlich nahkampfartiger Angriff. So wirklich getroffen hat er damit nicht. Aber immerhin ist er in den Nahkampf gegangen. Das war's für den Sternenjungen. Der sieht deutlich bunter aus als auf der Karte. So wie er da abgebildet ist, sieht er eher aus, als ob er nur aus dem Sternkopf bestehen würde und nicht 1000 Mini-Tentakel unter sich hätte. Ja, wobei, ja doch, doch. Wenn man's weiß, dann schon. Ich hab's immer mit so für Hintergrundpflanzen gehalten, diese bunten Tentakel. Ja gut, und dann beenden wir das Ganze mit dem Kairoshin. Dann kriegen wir wenigstens noch den Pinguinritter ins Friedhof-Roulette. Von daher greifen wir nicht den Deckmaster direkt an. Die Animation haben wir uns allerdings gerade schon angeguckt. Von daher lassen wir die nicht nochmal durchlaufen. Also Kairoshin, kaboom! Tschüss, Pinguinritter! Danke für deine Teilnahme! Und das war der Kampf gegen Ishizuishita. Der war recht kurz und recht simpel, muss ich sagen. Aber gut, wir haben immerhin ein paar schöne, unglaublich viel zu lange Kampfanimationen gesehen. Wenn das nicht was wert ist, Fragezeichen? Ich glaube eher nicht. Ja, was kriegen wir denn im Friedhofsroulette? Sonderlich sinnvolle Sachen werden da wohl nicht drin sein. Ach, guck mal. Der Wasserdrachen, Feen, Monster, Dings da. Jawohl, haben wir so gekriegt. Hat keinen besonderen Grund, dass ich dieses Monster gewählt habe. Die habe ich aber mal zu einem Deckmaster von mir gemacht, deswegen habe ich darauf gezielt. Was mit der Donnerechse? Die kriegen wir auch. Das ist nicht schlecht. Die können wir vielleicht noch für Fusionen ins Deck tun. Und irgendwas. Das würde ich nicht Sinnvolles mehr drin. Also, es ist Sternenjunge geworden. Warum nicht? Jo, ne? Water Dragon Fairy. Genau so hieß das Monster. Wasserfeendrache. Und der Sternenjunge und Kaminari Kozo natürlich. Das Donnerkind. So, was hast du zu sagen? Ich bin nicht überrascht, weißt du. Ich wusste, dass es mein Schicksal war, besiegt zu werden. Ich kann damit leben. Punkt, Punkt, Punkt. Klingt aber irgendwie nicht so. Ich höre da einen leicht frustrierten Unterton raus. Und wir haben natürlich eine neue weiße Rosenkarte erhalten. Meister, heute ist der Tag, an dem ihr versprochen habt, Henry zu treffen. Juhu! Endlich sehen wir diesen merkwürdigen Charakter wieder. Ja, immerhin hat er dieses Mal ordentlich Musik bekommen. August 1485, Yugi, Henry Tudor, landet bei Milford Haven. Gute Arbeit. Beeilung! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Aber ja, wir beeilen uns doch, wir beeilen uns doch. Und jetzt haben wir eine neue Stadt freigeschaltet in der Mitte des Landes. Es ist Bosworth, wo Richard Sly Sheen of York auf uns wartet. Wenn das nicht mal ein schöner Name ist für Hey Sheen in diesem Spiel. DC von
1039. Nicht übel, nicht übel. Da werden wir hoffentlich einen ordentlichen Kampf geliefert bekommen. Nicht so wie gegen gewisse andere vorherige Duellanten, die wir zum Beispiel gerade eben erst besiegt haben. Und ich bin gespannt, ob Yugi vielleicht tatsächlich helfen wird bei diesem Kampf. Ich bezweifle es irgendwie. Ich glaube, er wird erst dann kommen, wenn wir schon fertig aufgeräumt haben. Naja, vorher speichern wir natürlich erst wieder an dieser Stelle und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn's losgeht gegen Sly Sheen oder Richard, wie auch immer man ihn nennen will. Bis dahin, see ya!